Hi Freunde, Frederik hier von Freeholds World. Es ist Sonntagabend. Ich habe mal wieder Post bekommen. Ich war das Wochenende über in Berlin. Ich bin heute um 13.30 Uhr von Berlin, habe ich mich losgemacht nach Nürnberg. Ja, habe im Bordrestaurant vom ICE das ein oder andere Bier getrunken. Und ich muss aber auch sagen, gestern war Samstagnacht, also ich glaube, ich bin um 4 Uhr ins Bett. Also auf Deutsch gesagt, ich bin ziemlich im Arsch, habe wahrscheinlich hier so ein bisschen das ewige Lächeln im Gesicht. Nehmt's mir nicht übel, aber ich wollte jetzt, weil ich genau weiß, was hier drin ist, wollte ich jetzt noch ein Video machen. Und da meine Videos jetzt irgendwie, wie ich schon 100 Mal gesagt habe, nicht irgendwie besonders professionell sind und ja, ist mir doch egal. Guckt es euch an oder lasst es bleiben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr es euch anguckt und ich freue mich natürlich, wenn ich euch da irgendwie noch was mitgeben kann. Aber ja, egal. Ich hab da überhaupt keinen Anspruch auf Professionalität oder sonst sowas. Ich stelle das einfach ein, eine Sache. Wenn ihr es guckt, bin ich zufrieden. Freut mich wirklich sehr. Wenn nicht, dann nicht. Also, und von daher habe ich gedacht, ja, hast jetzt im Zug 3-4 Bier geballert, bisschen Nacht um 4 ins Bett, egal. Siehst du scheiße aus, hast du Augenringe bis sonst wohin, egal. Ja. Prost, Freunde. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir ein Taschenmesser bestellt in Franz. Also, ja, hätte ich jetzt den Namen zuhalten sollen? Egal. Könnt ihr mal gucken, ob ihr ihn irgendwo findet. Egal. Ja, auf jeden Fall aus Frankreich über eBay. Und zwar geht es hier um dieses gute Stück. Da sind 100.000 Schweizer Fähnchen drauf. So. Und ich habe das natürlich bei eBay gesehen. Ich habe das auch schon öfter gesehen, zum Beispiel auch in der Facebook-Gruppe Victorinox-Freunde. Aber, jetzt kommt das Schlimme, ich konnte nie was über das Messer rausfinden. Also keine Artikelnummer, kein gar nichts. Und das Schlimme ist, ich glaube, ich kann das jetzt auch nicht. So sieht die Verpackung aus. Und ich meine, ich bin zwar Sammler, aber dann doch nicht so ein Sammler, dass ich mir die Verpackung hier ungeöffnet irgendwo hinstellen würde. Von daher ruppe ich das jetzt mal kurz auseinander oder ich nehme hier meinen Super-Tinker und werde das mal hier kurz so ein bisschen aus der Verpackung befreien. Dafür hat man schließlich ein Taschenmesser am Mann. So, zack, zack, zack. Es geht da hier durch wie durch Butter. Und dann können wir uns das gute Stück mal anschauen. So. Ganz einfach ein bisschen rumgesäbelt und da ist es. Also, jetzt seht ihr das hier mal ohne Verpackung. Wie gesagt. Fragt mich nicht. Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir irgendwann Bescheid sagt, um welches Messer es sich handelt oder keine Ahnung. Sorry. Aber vielleicht habe ich das bis dahin schon selber rausgefunden. Also auf jeden Fall haben wir ein 111er Modell. Mit dem, wie heißt das Ding? Slider Lock, glaube ich. Also, hier wird es vermutlich eine Klinge geben. Genau, da ist sie. So, da haben wir das kleine Schwert. Und genau, die Klinge lässt sich eben hiermit entriegeln. Also hier runterschieben und dann geht die Klinge auch wieder rein. Ja, was haben wir hier noch? An Modell unbekannt. Wir haben wie immer die zwei Öffnerchen. Dosenöffner, Flaschenöffner, hier kleiner Schlitzschraubenzieher, hier großer Schlitzschraubenzieher, hier
Abisolierkerbe. Ja, wie auch immer. Und was haben wir noch dabei? Die Säge. So, dann steht das eigentlich schon fest, dass wir hier einen Trailmaster haben. Jedenfalls so eine Art Trailmaster. Ich kann euch jetzt den Trailmaster leider nicht zeigen, weil ich habe gerade am Wochenende alle meine Taschenmesser, bis auf die beiden, wo ihr immer noch aufs Review wartet. Ich weiß, sorry Leute. Und dann haben wir hier noch ein Classic SD Black Ice. Die beiden sind noch hier. Ansonsten habe ich alle Taschenmesser von Nürnberg nach Berlin geschafft. Von daher kann ich euch jetzt keinen normalen Trailmaster zeigen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier die Säge, Klinge, Dosenöffner, Flaschenöffner. Das ist alles so ein bisschen Trailmaster-like. Aber wir haben hier natürlich den Korkenzieher anstatt den Phillips-Schraubenzieher. Und wir haben hier die Nähstechen-Bohrahle. Die hat der Trailmaster auch. So, jetzt ist aber die große Frage. Ja, ich gehe davon aus, der Trailmaster hat doch einen Phillips-Schraubenzieher und keinen Korkenzieher. Von daher würde ich euch einfach mal fragen, wie das Modell heißt, oder ich finde es hier noch. Ah, hier ist noch so eine kleine Beschreibung. Könnt ihr sehen, wie der Dosenöffner funktioniert? Was ihr sonst in diesen grauen Schachteln immer als Einlegepapier habt. Steht hier hinten drauf. Ah, wie heißt das Ding? Also hier haben wir ganz unten. Seht ihr das? PB. Ja. Autofokus ist scheiße, ich sehe es gerade gar nicht. Hier, jetzt könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. PB 2002 oder so. Ich kenne jetzt keine Artikelnummer von Victorinox, die irgendwie PB 2002 heißt. Naja. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich habe jetzt 100 Wicks insgesamt gesammelt. Also so eine Selidor-Modelle. Ich bin nicht sicher, ob ich so eins schon habe oder nicht. Ich glaube nicht. Ein 111er Modell mit Korkenzieher. Ja, ein Workchamp habe ich natürlich. Ich habe keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall sind hier ganz viele Schweizer Flaggen drauf. Ist ein 111er Modell. Welches auch immer. Ein Trailmaster mit Korkenzieher ohne Phillips-Schraubenzieher. Und gekostet hat mich der Spaß, ich glaube 30 Euro, so ungefähr, 30, 35 Euro mit Versand. Versand war super schnell, ich glaube, ich habe das vor mal einer Woche bestellt, aus Frankreich, bin ich absolut zufrieden. Messer, original verpackt hier, Verpackung, alles schick. Entschuldigung. Ja, so sieht es aus, Freunde. Also, ich würde euch jetzt doch nochmal fragen, weil ich habe schon danach gegoogelt, als ich es gekauft habe, aber nichts gefunden. Wenn ihr wirklich wisst, welche Artikelnummer von Victorinox das ist, welches Messer das ist, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich habe es mir echt gekauft wegen den vielen Schweizer Flaggen, weil es einfach mal außergewöhnlich ist und weil es relativ günstig war. Ganz einfach. So, Freunde. Ich hau mich jetzt ins Bett. Morgen geht die Arbeit weiter. Wir haben jetzt, glaube ich, wir haben jetzt so ziemlich genau Viertel nach neun. Die Waschmaschine läuft noch. Ich muss gleich die Wäsche noch rausholen. Hoffentlich verpenne ich das nicht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und ich bete es euch immer wieder vor. Der S-Beat, ich verspreche es euch. Er kommt diese Woche noch. Er kommt diese Woche noch. Und das Classic SD Black Ice. Ja, ich bin viel zu enttäuscht, dass ich kein Climber Black Ice bekommen habe. Oder keinen Trailmaster Black Ice bekommen habe. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich da ein Review zu machen soll.
Schreibt es mir auch in die Kommentare. Ciao, Freunde, macht's gut.